Hunting is maybe 800 years old as a sport. Otterhounds, as we see them today, are only a breed for about 100 years. Also sagt, dass die Jagd auf den Otter mit den Otterhunden ungefähr 800 Jahre alt ist, dass die regelmäßige Zucht aber erst 100 Jahre alt ist. And they are bred first, like all English hounds, mostly from French hounds, you know, breeds that we use to make the otterhound. Ganz wichtig für das Aussehen des Otterhundes ist die Einflussnahme von französischen Hunden, von französischen Hounds auf die Zucht. Das werden wir auch heute bei den hier vorgestellten Hunden sehr gut sehen können. The breeds which we from which they were first developed are the Saint-Hubert or the Bloodhound and the French Griffon Hounds. And from the French Hairy Griffon Hounds, we have used two in the past. Griffon Nivernais, which can be important today because we have Otterhound that looks very much like Griffon Nivernais, also ground in the Griffon Vendéen from France. Der Otterhund ist ja aus verschiedenen Rassen entstanden. Ganz wesentlich ist dabei der Bluthund, der Saint-Hubert. Von dem hat der Otterhund unter anderem eben auch seine hängenden Lefzen und seine Ohren, auch natürlich zum Teil seine Stimme. Wesentlichen Einfluss haben aber auch die Griffons genommen. Es gibt da zwei unterschiedliche Griffon-Typen, von denen also einige sich auch richtig in den Otterhunden widerspiegeln. Das kann man also auch heute sehr gut sehen. Einige sehen wirklich ähnlich aus wie Griffon Nivernais. Wer sich diese Hunde näher anschauen möchte, im Zelt sind auch zwei Bücher, wo diese Rassen abgebildet sind. Also wer da mal eine Abbildung von sehen möchte. Ich habe auch vor, für den nächsten Otterhundtag, vielleicht in zwei Jahren, dann mal die ganzen ursprünglichen Rassen zusammenzukriegen, aus denen der Otterhund mal entstanden ist. And it's interesting to me to see otterhounds in an otter center. All that the people must do is make a safe place, and the otters will breed, and the otters will look like otters. With the otterhound, it's not so. They won't all look alike. You can make a safe place, and you can have a male and a female, but they won't all look alike, because it's like a cake that you bake. You can follow the recipe you think, but the result is not always the same. And today we see many different types. They are all otterhound. And it is important, I think, I detect there is a view that there is a Danish otterhound and there is a Dutch otterhound and a Swedish otterhound. And I know one in Portugal, but it's not a Portuguese otterhound. They are all very recently, within 10 years, coming from Britain, and the varieties that you see today have nothing to do with Denmark or Sweden or Germany or Holland. We can see these same varieties in England now. So, Mr. Baxter spricht erstmal von der großen Variabilität dieser Rasse. Er sagt, er freut sich darüber, dass wir hier Otter im Otterzentrum oder dass es hier Otterhunde erstmal gibt im Otterzentrum. Und wir haben hier einen Platz für die Otter, wo wir Otter züchten, aber die Otter sehen erstmal für ihn alle gleich aus. Anders ist es aber bei den Otterhunden. Da kann man eben einen Platz schaffen und die Hunde züchten, aber sie sehen trotzdem alle unterschiedlich aus. Das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass die einen aus Dänemark kommen und die anderen aus Schweden und die anderen aus England. Das hat eher damit was zu tun, dass man, er vergleicht das mit dem Kuchenbacken. Und zwar, man kann ein Rezept machen, aber es kommt nicht immer unbedingt derselbe Kuchen dabei heraus. Und naja, so ähnlich ist es auch bei den Otterhunden. And I start with the Dutch Otterhounds for several reasons. One very good reason is that they must drive home. And it's a long way for them to go. And the master's parents are friends of mine in Holland, and they'd be very angry if their son comes home very late and they have all the work to do. So that's one good reason. And another
another good reason is that because of the hands they chose to bring today, we can show a uniformity within the breed. They have brought a group which look alike, and that's quite important. I have to say that many hounds, pure bred and crossbred, will hunt the otter. But to make the breed, you must keep not only the ability to hunt, but the things that make it different from another breed. And I can show it quite well on these Dutch hounds. And then when they are on their way back to Holland, if you're still here, we can talk about the other hounds and anyone can ask questions. So, wir zeigen hier zu, oder wollen hier zuerst die holländischen Otterhunde nochmals vorstellen, und zwar aus einem ganz wichtigen Grund, die müssen nämlich nach Hause. Mr. Baxter sagt, dass er mit den Eltern befreundet ist von ein paar, die hier zur Präsentation mit erschienen sind und die mächtig sauer auf ihn sein werden, wenn sie die ganze Arbeit allein zu Hause machen müssen. Das heißt also, wir werden uns hier zuerst zu den holländischen Otterhunden wenden, die ein sehr gleiches Aussehen haben. Und wir werden dann gleich im Anschluss daran noch etwas über die anderen Familien oder über die anderen Otterhund-Familien sagen und dann, Sie können auch dann Fragen stellen. Ja, about 18 months now. Yeah, we have some of the young ones from this pair. This? Yeah, so we don't get a tree between you. We don't want to. And maybe somebody wants to take it. So, this hound is the sire. I stand at this side. This hound is the sire to the young ones that we will see. He's about 8 years old now, and he was already perhaps 5 years old when he came from England here. If I remember rightly, he was a hound that somebody no longer wanted, and he went back to one of our breeders. And then, because he could do some good here, he was brought over to Holland. The Dutch breeders liked him, and I think they can see today that they were quite clever to decide that. But if we are looking for the breed, then just a minute. Now you can sit for a minute. He's getting on, eh? We can see the head, which is very important. It's wide in the skull, but not too broad. If it's too broad, then it will look common and ugly, of course. Also erstmal zu den Hunden. Hier vorne stehen die beiden Elterntiere von den Jüngeren, die Sie im Hintergrund sehen. For scenting, but not only for scenting, but to take in the oxygen that this hound will need when he is hunting the whole day. So, first, starting from the front, we must have this very big nose lever. Some depth here, not a point, but some depth and squareness there, and here at the side also depth. Also um am Kopf fortzufahren, Mr. Baxter sagt, es ist sehr, sehr wichtig, der Abstand von der Nase praktisch bis zur Höhe der Augen und von den Augen bis zur Höhe des Hinterhauptbeins. Also dieses Verhältnis muss stimmen. Besonders wichtig ist natürlich seine Nase. Seine Nase sollte ziemlich groß sein. Die Nasenlöcher sind immer weit geöffnet. Das ist auch relativ wichtig, damit die Hunde für ihre Jagd genügend Sauerstoff, also genug Luft kriegen, gut atmen können. Und das da vorne sollte, also die Nase-Maulregion, die sollte abfallen. And to get a typical look
from the otter, especially with this colour hound, then the expression is made by the colour of the eye. And with this hound, we would like a dark eye, but with some of the others, it will be yellow. But we must remember the eye is not the most important thing, because he's not hunting with the eye so much. A little, but not too much. And then, especially the ears are framing the head. And this is where we will see much variety today and what makes one hound look different to another. From the, all the French breeds have these very long curled ears curling inwards, not so important for hunting, but very important to give type to any of the French hound breeds, especially these Griffon breeds and especially to the otter hound. So we want that ear, we don't want it hanging flat like Labrador ear or a Springer Spaniel ear, but coming forward and curling in. And in the length, it should come, not the hair, but the ear to the nose. And we will find a lot of varieties, not the most important thing, but it makes it say otter hound. When you look at the head, you say otter hound. It gives class to the head. Um nochmal bei den Augen anzufangen, die Augen sollten braun sein, schön dunkelbraun. Es gibt aber auch Variationen, wo die Augen bernsteinfarben sind. Das spielt zwar eine Rolle, aber nicht so eine große für die Jagd, weil die Otterhunde suchen eben mehr mit der Nase und sehr, sehr wenig mit den Augen. Also sie sollten schon dunkelbraun sein, bei einigen Färbungen der Tiere ist es aber auch unterschiedlich. Da gibt es eben auch bernsteinfarbene Augen. Zu den Ohren. Die Ohren sind eben oder sollten ganz typisch für den Otterhund sein. Sie sollten nämlich einer schönen Falte nach vorne fallen. Das heißt, das Ohr soll nicht flach oder platt an der Seite anliegen, wie es eben bei Labradoren der Fall ist, sondern es sollte in einer schönen Falte nach vorne fallen. Und die Ohrlänge sollte bis zur Nase gehen. Das heißt, wenn man den Hund die Ohren lang zieht, dann sollten sie schon bis nach vorne gehen. As we move back, the neck is long enough for the hound to get his nose down easily, because you see them in here, they are always running with the head down, and the neck is enough for that, but not too long. We don't want swan-like neck, and all the French Griffon hounds have shorter necks than the smooth-coated hounds, and the same with this, it's a shorter neck than the bloodhound. Der Nacken oder der Hals der Hunde sollte so lang sein, dass sie beim Laufen sehr gut mit der Nase am Boden arbeiten können. Wenn Sie gesehen haben, wie sich die Otterhunde hier verhalten, die düsen eben rum und haben die Nase am Boden. Das sollte ihnen eben auch genauso leicht fallen. Die Griffons, die eben auch bei den Otterhunden mitgemischt haben, die haben einen sehr viel kürzeren Hals, sodass es ihnen diese Suche nicht ermöglicht oder nicht in der Art und Weise. From the neck, when we are coming to the shoulders, at the shoulder, the withers is quite wide apart. The shoulder is not so laid back as in many hound breeds, and people make the mistake of looking at a normal for one breed and applying it to another, and saying, oh, it's too straight in the shoulder, but not, the slope is not so great as in many breeds. Die Schulter sollte bei einem Otterhund ziemlich trocken sein und ihm einen raumgreifenden Schritt ermöglichen. Das ist ziemlich wichtig. Bei den Schultern werden auch bei einigen Zuchten nicht so der Wert draufgelegt, der eigentlich draufgelegt werden sollte. The hound must work not so fast but for long days, and so here in the shoulder and here in the thigh we must have wide space, because here is the muscle which is attaching the leg to the body, and here must be broad to take muscle, here must be broad, and also just turning, Gaz, a good boy, yeah. Also, the width this way must be very wide to carry the muscle. He's a heavy hound, he's working for many miles in the day, and in the beginning, perhaps traveling very slowly for a long time and then working for a long hunt which can last the most part of the day.
to carry his weight and to do his work, you must have the space here, here and here for the muscle. Für einen Otterhund ist es sehr wichtig, vom Gebäude her so zu sein, dass er einen ganzen Tag, nicht auf die Schnelligkeit kommt es dabei an, sondern auf die Ausdauer arbeiten kann. Deshalb ist es sehr wichtig, dass er dort, wo eben die Muskeln dafür sein müssen, genügend Raum zur Verfügung hat. Eben sowohl an den Vordergliedmaßen auch, als auch hinten. It takes no. How many have we got? These 2 years old. Yeah. We can make the same points on the young ones. These are only 18 months old, but they have all the essential points. They will change still in the head, still, not like Whippet or Greyhound or some sighthounds, but deep here. If we can just turn around a little, so the back end off. Yeah. Here we want parallel, here we want short. Here we want broad, here we want long, muscle, here we want short. Um nochmal auf den Rücken zurückzukommen. Die Muskelung muss praktisch hinten, wo er auch gezeigt hat, sehr gut sein, weil dort der Hund seine raumgreifende Bewegung auch bekommt, seine Kraft. Dieses muss also genügend breit sein. Die Beine hinten, die müssen parallel stehen, wobei praktisch der obere Abschnitt lang sein sollte, aber der untere praktisch kurz. Whilst we are looking here, we can look at the tail. It's important swimming, but it's not so important in the standard. It should come here, and on the bitch, it reaches the bone of the tail, is reaching there. It will change according to this position, the set on of the tail. Der Schwanz der Hunde, haben Sie gesehen, er hat gezeigt, wo er ansetzt. Der Knochen geht praktisch bis hinten zu dem Absatz vom Bein. So lang sollte er runtergehen. The size of the hand is important, but it can vary because in different parts of the country there would be different rivers, different depths, and the master of the hounds would decide which size he wants. But a lot of work was done to make the hound taller. Sorry? To make it taller. There was a lot of work. Zur Größe der Otterhunde ist zu sagen, dass es früher davon abhing, wie die Hunde gewünscht wurden. Der eine Master hatte die Vorliebe, der andere das. Das war auch ein bisschen abhängig davon, wie das Gelände gerade war. Meistens wurden die Hunde jedoch, oder Anstrengungen waren eben eigentlich immer da, dass der Hund größer gezogen wurde. The feet are very important for any hound. In the otter hound, they are webbed, but there are fairy stories about webbing. There are many breeds which have webbed feet, from Vamirana to Poodle. There are many breeds have webbed feet, so you shouldn't get carried away with the fantasy. They should be big. They should be big feet. There is a nice picture somewhere showing the human hand with the otter's foot. You can work it in the water somewhere on this ground, I forget where. And the foot really should be big. And the pads should be thick and very strong. Die Pfoten sind natürlich für einen Otterhund immens wichtig. Sie sollten sehr, sehr, sehr groß sein, sehr dick sein. Bei den Pfoten gibt es natürlich die Unterschiede oder immer wieder die besten Geschichten. Ein Otterhund hat nämlich, wie ein Otter eigentlich, Schwimmhäute zwischen den Zehen. Aber so ungewöhnlich ist das gar nicht. Das gibt es auch bei anderen Hunderassen, wie zum Beispiel beim Pudel oder beim Weimaraner. Es ist beim Otterhund eben auch vorhanden, sagen wir so. Wichtig ist, wie gesagt, die Größe der Pfoten
und dass es richtig gute Ballen sind, auf denen der Hund steht. Because the hound is for working in water, the coat is very important. But again, people get very strange ideas. They think a very short coat must be the best, like a filter tackle. They think it can be very short, it must be the best. Not so. There are plenty of water dogs with coats than the other kind. Most important is the thickness of the coat and how it feels when you are rubbing it in your hand. And the thickness of the skin is a very thick skin. Das Haarkleid, da legen einige Leute ja sehr großen Wert drauf. Wie hat das beim Otterhund zu sein? Viele sagen, Wasserhunde sollten ein kurzes Haarkleid haben. Wenn man sich aber überlegt, welche Hunderassen im Wasser arbeiten, dann sind das auch sehr häufig langhaarige Hunde. Beim Otterhund sollte es so sein, dass wenn man reinfasst, es ein dickes Fell ist und vor allen Dingen, dass man das Gefühl hat, man hat also viel Haut in der Hand, beziehungsweise die Haut ist sehr dick, also man sollte da schon einiges in der Hand haben, wenn man da reinfasst. Ansonsten sollte es eben eine richtig gute Unterwolle haben und längeres Deckhaar. Oh, the color, almost any hound color now, I have to admit I am biased, I like the black and tan. And I think that the color and the coat and the type and the temperament go together. Zur Farbe der Otterhunde ist zu sagen, sie variiert wie bei allen Hounds. Sie kann alle Farben haben, die bei den Hounds üblich sind. Er selber bevorzugt Black and Tan, also diese schwarze und braune. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Es existieren sehr, sehr viele Farben. Und Mr. Baxter ist der Ansicht, dass das Haarkleid mit dem Temperament und überhaupt dem ganzen Stil des Hundes im Zusammenhang steht. And I think the best thing if it's all right for you. I think if we had the hands lined up or in spaces here, and then you let the people come and check what I told you about. Let them feel for themselves. Is that good? Anybody who wants. Mr. Baxter macht gerade den Vorschlag, dass die Hunde sich hier in der Reihe aufstellen können, wie wir sonst haben. Wie gesagt, wir bilden aber hinterher noch die Gruppen und dass Leute reinkommen können, um mal zu fühlen, wie sollte das Haar sein. Also um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie es sich anfühlt. Ne? Because you can see with the eye, but only a general impression. With the hands, you can find out and they can check and they can say, what about this, what about that? Sie können also reinkommen, einen Hund wirklich befühlen. Man kann viel erzählen, aber Sie müssen den Hund erfühlen, wie er sich anfühlt. Und dem Mr. Baxter eben auch Fragen stellen, ist es so, wie kann es so sein, ist das so richtig? So, don't be shy. Come and look and feel with your hands and then ask me. Your also kommen Sie rein, your questions fühlen Sie den Hund. Your questions will be better if you know what to ask. Come, you can't all be so shy. You don't need to be expert. I'm not expert. You need to be expert. Come and put your hands and feel what we're talking about. You can also wirklich gerne reinkommen, den Hund befühlen und fragen, was ist sich denn? All those people asking me questions. Come. Das ist dasselbe wie bei unseren Fütterungen. Im Einzelgespräch kann man so Fragen sehr viel besser beantworten, als wenn man vor so einer großen Masse irgendwelche Fragen stellt. Also kommt rein. Ja, komm.